Hallo, herzlich willkommen in Göteborg, in Langedrag, bei Nimbus Boats. Ich stelle Ihnen heute die Nimbus 365 Coupé vor. Hier an meiner linken Seite erstmal die Nimbus 335 Coupé. Beide die Modelle der New Generation, neue Modelle der Nimbus Coupé Serie. Die 335 haben wir Ihnen im letzten Jahr schon vorgestellt. Es gibt keine gravierenden Änderungen zum 2012er Modell. Bitte folgen Sie mir jetzt zur 365. Wir haben hier ein Modell, ganz interessant, mit beigem Rumpf. Das gibt es seit letztem Jahr, wird sehr gerne genommen von Schiffen im Mittelmeer oder auch hier oben in Skandinavien. Genauso wie die 335 ist die 365 ein Schiff mit asymmetrischem Decksdesign. Das heißt, Sie haben auf der Steuerbordseite einen tief liegenden, sehr, sehr breiten Gangbord. Auf der Mitte des Schiffes ganz tief liegend auf Cockpit-Niveau und das ermöglicht dem Nutzer einen super sicheren Gang und sicheres Stehverhalten, zum Beispiel beim Schleusen und auch beim Gang aufs Vorschiff. Auf der Backbordseite haben wir einen normalen Gangbord. Dieses asymmetrische Design wird deshalb gemacht, um einerseits einen höheren Sicherheitsfaktor, einen höheren Funktionalität zu haben, aber auf der anderen Seite nicht zu viel Innenraum zu verlieren, weil sonst hätten wir eine klassische Nova, die wir auch bei Nimbus haben. Da haben wir auf beiden Seiten diesen tiefliegenden Gangbord. Das führt aber dazu, dass wir Innenraum und damit Wohnkomfort verlieren. Auf dem Vorschiff kann man sehr schön eine Sonnenliege als Option haben, die jetzt in dem Fall jetzt hier nicht liegt. Perfekt für zwei Personen, 2 Meter lang und 1,40 Meter breit für entspanntes Sonnenbaden. Ich zeige Ihnen jetzt von Bord. Wir haben eine elektrische Ankerbinde, sehr schön, einen sehr komfortablen großen Ankerkasten, wo auch sogar noch zusätzlich 2 Fender gestaut werden können, wenn gewollt. Ein Edelstahlanker und ein sehr breites Bugsprit, wo man auch sehr gut vom Bord runtergehen kann. Was man sehr schön sieht hier am ersten Deckel, den wir schon aufmachen, die Nimbus der neuen Generation sind alle im Vakuumverfahren gebaut und in dem Fall ist der Deckel noch im Sandwich. Das heißt, wir haben hier höchste Stabilität mit geringstem Gewicht. Schön hier vorne sieht man auch ein Lichtband, das wir gleich nachher im Innenraum nochmal wiederfinden werden. Ein flach eingebautes Look, sehr gut, wenn man eben die Sonnenliegefläche hier hinmachen möchte, aber auch ein optisch sehr gelungene Sache. Das Design ist sehr ähnlich wie bei der 335. Das heißt, wir haben eine komplette, nicht unterbrochene Frontscheibe im Design, was man etwas vom Automobilbereich kennt. Man nennt es ein bisschen TT-Design mit einer bisschen kräftigeren A-Säule. Die Scheiben sind verklebt. Das heißt, wir haben keine Aluminiumrahmen mehr, sondern die Verklebung gibt dem Schiff eine Art Superstructure, wie auch beim Kfz. Das heißt, das Schiff ist stabiler, leichter, bei erhöhter Stabilität. Also nur Vorteile und natürlich von der Optik ist es auch wesentlich ansprechender. Und die Sicht, werden wir gleich von innen sehen, ist wesentlich besser wie bei einem Schiff mit Aluminiumverglasung. Die Scheibenwischer vermisst man vielleicht im ersten Moment hier. Die finden sich oben unter dem Hardtop versteckt. Dadurch sind sie gegen die Sonne geschützt. Es handelt sich um große LKW-Scheibenwischer, wie man das von allen Nimbus-Modellen kennt. Von außen sieht man noch sehr schön das große Glasschiebedach, elektrisch. Das werden wir Ihnen auch noch von innen zeigen, das sich hebt und nach hinten rausfährt. Wir haben also 2 Drittel des Daches zum Öffnen und 1 Drittel, der hintere Teil ist fest. Außerdem haben wir dort hinten 2 Solarlüfter als Zwangsbelüftung und den Edelstahlmast, der vorbereitet ist für TV, wie als auch Radar, in dem Fall hier Suchscheinwerfer, Horn und so weiter. Sehr schön ist jetzt, wenn ich jetzt nach hinten, Sie mich begleiten, wenn ich nach hinten gehe, wie sicher ich schon auch hier oben schon stehe. Ich habe, mein Fuß fühlt den Gangbord. Ich kann also mich auch ohne mich festzuhalten sicher bewegen. Habe überall Haltegriffe hier oben, um mich auch bei schwerem Wetter gut nach hinten zu bewegen. Und wenn Sie sehen, wie gut ich hier stehen kann von der Breite, dann weiß man ganz genau, was der Vorteil von einem breiten Sideboard ist. Wir haben hier, wenn wir jetzt beispielsweise hier schleusen,
haben wir hier die Klampe, wir stehen hier sicher, man hat einfach einen ganz anderen Halt. Wenn man dann möchte, kann man hier die Türe auf der Seite öffnen. Das heißt, bei einem Schleusenvorgang, beim Anlegemanöver steht man sogar gerne hier. Das machen wir aber noch später, wenn wir eine Runde mit dem Schiff fahren. Aber der Zugang zum Fahrstand oder auch die Möglichkeiten des Fahrers, dem weiteren Personen, die vielleicht mitfährt, zu helfen, sind auf einem ganz anderen Niveau. Ich möchte Sie gerne bitten, mit an Bord zu treten. Ich gehe schon mal hier rein und Sie kommen vielleicht hinten ins Cockpit. So, herzlich willkommen nochmal im Salon. Im Inneren der 365. Wir gehen jetzt als erstes in die Bugkabine, also die eigene Kabine. Darauf folgend in die Gästekabine und in Nasszelle. Die Nimbus der New Generation können in dieser Farbe, man nennt sie Scandinavian Nature Design, die gibt es seitdem es die New Generation Nimbus gibt, als Interieur oder auch im klassischen dunkelblau Interieur gewählt werden. Die Gardinen und die Kissen sind dementsprechend angepasst. Das beige Design gibt dem Schiff einen etwas frischeren Charakter, die dunkelblaue Polsterung, wenn man möchte, einen etwas maritimeren Charakter. Hier sieht man ganz schön, wenn man die Gardine aufmacht, das Lichtband, das wir von außen gesehen haben, ist nicht zu öffnen, aber gibt noch dem ganzen Raum ein zusätzliches Licht. Hier oben haben wir das Luke, auch was wir von außen gesehen haben, was die Möglichkeit hat, mit Fliegengitter zu schließen oder auch als Verdunklung oder auch als halb-halb. Ein sehr schönes Detail. Das Luke ist natürlich komplett öffnbar, verriegelbar mit einer Feststellöffnung auf der Seite. Wir haben hier vorne Leselampen. Das Bett ist ausreichend breit. Länge ist 2,05 Meter. Breite ist im Bereich von 1,45 Meter. Also ich kann mich mal gerade hinlegen, um zu sehen. Es ist ausreichend Platz für zwei Personen. Auf der Backbordseite hier haben wir einen sehr, sehr großen Kleiderschrank mit Beleuchtung. Alles in sehr hoher Nimbus-Qualität, in Mahagoni-Holz. Wir haben hier einen kleinen Schminktisch. Rechts und links jeweils ein Bullauge zum Öffnen. Und backbordseitig ein Ablageschrank. Einen weiteren hier oben und noch ein Schminktisch. In die Nasszelle gehen wir, nachdem wir in der Gästekabine waren. Die Nasszelle ist von zwei Seiten zugänglich, aber das kommt gleich. Vorher haben wir noch hier die wunderbaren Staufächer unterm Bett. Riesige Schubladen, um verschiedenste Utensilien sicher zu stauen. In der Gästekabine haben wir ebenfalls Platz für zwei Personen. Wir haben hier eine kleine Sitzbank, in der man sich beim Anziehen gut setzen kann. Wir haben ein Bullauge nach außen, eins nach innen, um querlüften zu können. Außerdem einen Kleiderschrank. Etwas Technisches zwischendurch. Natürlich ist das normalerweise nicht geöffnet, aber dort hinten sieht man sehr schön die Installationsqualitäten einer Nimbus. Wir finden in diesem Raum alle Pumpen, die sich an Bord befinden, von der Druckwasserpumpe über die Duschpumpe bis zu einer Bilgenpumpe. Dann haben wir dort den Defroster und Platz für zusätzliche Installationen, wenn Sie zum Beispiel eine Klimaanlage hätten, eine Entsalzungsanlage, was auch immer, würde alles in diesem Raum installiert. Das macht es sehr gut für die Wartungsarbeiten in der Zukunft möglich, alles in einem Raum zu nutzen und zu warten. Nachfolgend gehen wir jetzt in die Nasszelle.
die sogar über eine separate Dusche verfügt. Ich gehe mal in die Dusche hinein. Wir haben hier die separate Dusche. Was sehr gut möglich ist, auch von der Größe her, sich komfortabel zu duschen, um ohne den restlichen Raum nass zu machen. Mit einem modernen Mischer, also Thermostatmischer. Dann haben wir eine elektrische Toilette als Standard. Waschbecken und enorm großen Stauraum für die Toilettenutensilien. Und natürlich sehr wichtig in der Toilette ein Bullauge. Und noch Stauraum unter dem Waschbecken. In dem Schiff hier, oder eigentlich in allen 365, haben wir eine Dieselheizung und wir haben Ausgänge in allen Räumen. Wenn ich gehe jetzt mal durch diese Tür, dort kommen wir in die Gästekabine, in die eigene Kabine, entschuldigen Sie bitte. Das haben wir eben nicht gezeigt. Dort waren wir eben schon mal. Und Sie kommen vielleicht mal von der anderen Seite und können nochmal in diesen Raum hier rein zeigen. Sehr schön ist durch diese zweite Tür, dass wenn man Gäste an Bord hat, man nicht an denen vorbei oder durch den Flur muss, um vom Bad in die eigene Kabine zu kommen. Und auch diese Tür immer offen stehen lassen kann, wenn man sich zum Beispiel gerade am Anziehen ist, um den Raum oder den Toilettenraum wesentlich zu vergrößern und vom Gefühl her wesentlich mehr nach dem Duschen mehr Luft und Freiraum zu haben. Hier unten finden wir unter dem Boden des Niedergangs noch einen schönen Stauraum, sehr beliebt als Weinkeller. Sehr schön, was man hier sieht, ist, man sieht jetzt nicht direkte Bilge, sondern Nimbus sind alle in einer Doppelschalenbauweise gebaut. Das heißt, wir sehen hier eine innere Schale. Das heißt, hier wird niemals, auch wenn in der Bilge mal Wasser wäre, durch eine Leckage niemals Wasser hinkommen, was natürlich den Stauraum wesentlich besser nutzbar macht, wie bei einem Boot ohne Doppelschale. Den ähnlichen Stauraum befindet sich auch noch in der eigenen Kabine unter dem Boden. Hier hinten hat man noch einen kleinen Schuhstauraum, wo man ganz gut Schuhe stauen kann. Schön überall auch zu sehen sind Haltegriffe, was bei Skandinaviern durch ihre hohe Qualität und Funktionalität natürlich ein Standard ist, aber nicht zu unterschätzen im Alltag. Wir gehen jetzt weiter an den Steuerstand der 365. Dort haben wir ja schon mal angefangen, von außen kurz drüber zu sprechen, der sich zu jedem Steuerstand, den man kennt, extrem unterscheidet, eben durch diese Seitentür. Wenn man mich jetzt hier sitzen sieht, ich kann jetzt auch noch mal kurz rausgehen, wie leicht das geht. Die Tür ist riesig groß, es ist also nicht ein Rauszwängen, sondern man steht hier wirklich, wenn Sie das im Verhältnis zu meiner Körpergröße sehen, man steht hier wirklich frei, auf derselben Höhe wie am Steuerstand außen, man fühlt sich sehr sicher. Man kann also, wenn man möchte, ohne Probleme Bug- und Heckschraube von hier draußen benutzen, man kann schalten von hier draußen, was ich Ihnen gerne nachher nach meiner Probefahrt zeige. Aber um zu zeigen, auch wenn Sie fahren, bei schnellerer Fahrt, Sie können hier seitlich stehen, Sie kommen komplett frische Luft, es wird plötzlich zu kalt, Sie kommen rein, schließen einfach die Türe, öffnen die Türe, das ist alles eine Sache von Sekunden und dementsprechend können Sie sich der Witterung enorm anpassen. Wenn ich nochmal die Tür hier schließe, um mal zu zeigen, dass ich dann trotzdem alternativ noch das Schiebedach öffnen kann, was immens groß ist. Dann sieht man, dass man aus einem komplett geschlossenen Schiff in Sekunden ein offeneres Schiff, wie man manches Daycruiser-Boot kennt, hat. Das heißt, ich habe hier kompletten Freiraum, ich habe kompletten Freiraum von der Seite. Das heißt, ich habe ein Fahrgefühl vergleichbar mit einem 24-Fuß-Boot von der Freiheit, die ich habe. Am Fahrstand hier selber, der sehr ergonomisch gestaltet ist, ist natürlich das Zentrum eines modernen Bootes der Kartenplotter.
Der Kartenplotter bei Nimbus ist Standard. In dem Fall, oder in dem Fall heißt nicht in dem Fall, sondern seit 2 Jahren ist das der Kartenplotter von der Firma Simrad, hier in dem Fall der NSE 12, ein Multifunktionsgerät, an dem wir Radar, Fischfinder, Kameras und so weiter alles anschließen können. Selbst ein iPod kann man daran anschließen. Also neuester Stand der Technik. Die Instrumente sind, wie gesagt, sehr ergonomisch angeordnet. Wir haben hier die Bedienungen der verschiedenen Aggregate im 12-Volt-Bereich, von Horn über Scheibenwaschanlage, Scheibenwischer, das Schiebedach, was ich eben geöffnet habe. Wir haben, ganz wichtig bei allen skandinavischen Schiffen, bei Nimbus-Schiffen einen Scheibengebläse, was bei Fahrt warme Luft unabhängig von der Heizung vorne an die Scheibe bringt. Ventilator bei allen skandinavischen Schiffen, der sehr schön die Möglichkeit gibt, die Scheibe freizuhalten von Beschlag bei wechselnden Wetterbedingungen. Dann haben wir hier Bilgenpumpen, elektrische Ankerwinde und so weiter. Eben schon gezeigt, die Bug- und Heckschraube, Trimklappen, das EVC-Panel zu bedienen, zum Ablesen der Verbrauchswerte. Und ganz wichtig, die ganz neue Schaltung von Volvo Penta, indem man Sachen wie Cruise Control, Low Speed und so weiter auf Option sogar einschalten kann. Das Lenkrad ist verstellbar. Das heißt, man kann es ganz dem Fahrer entsprechend einstellen, nach den Wünschen des Fahrers. Der Sitz selber hat eine Stehfunktion. Das heißt, ich kann, wenn ich stehe oder wenn ich auch den Durchgang breiter haben möchte, diesen Sitz einfach zurückklappen. Plus der Sitz ist noch an sich verschiebbar, je nachdem wie groß oder wie klein der Fahrer ist. Wir gehen jetzt weiter in die Küche. Sehr schön in der Küche der 365 ist, dass sie, da die Küche sich im Salon befindet, nicht aussieht wirklich wie eine Küche, durch diese traumhaft schöne in Mahagoni gearbeitete Holzabdeckung, die man in paar Sekunden aufklappen kann. Wir haben hier in dem Fall hier bei dem Schiff ein Gasfeld, einen Spritzschutz, in dem Fall auch einen Gasbackofen. Hier ist alles möglich. Sie können eine Mikrowelle haben. Sie können auch anstatt hier eine Schublade haben, wie in der Größe wie diese hier, und dann zum Beispiel nur ein Elektrozeranfeld. Das ist ganz dem Eigner überlassen. Sehr schön zu sehen ist, dass wir hier in den Schubladen ein modernes Küchensystem haben, das heißt, die Inlays und so weiter stehen nichts einer modernen Haushaltsküche nach. Sie laufen sehr leise, sehr weich. Bei Nimbus immer Standard, Geschirr und Besteck im Nimbus-Design, sehr schönes Material. Sieht man auch hier die Gläser in der Bar, sehr schönes Detail. Und natürlich nicht zu vergessen, der große, geräumige Kühlschrank. Da solch ein Schiff zumeist von bis zu einem Person gefahren wird, ist es natürlich sehr toll, wenn Sie als Fahrer gleichzeitig die Sicht nach vorne haben, das Lenkrad in der Nähe, den Kühlschrank. Sie können sich mal was hier in der Küche zurecht machen. Das heißt, solch eine Nimbus ist auch von einer Person alleine, nicht wochenlang, dann wird es langweilig, aber mal für einen Tag oder zwei easy fahrbar, weil durch die Seitentür, durch die nahe Zugänglichkeit von allen wichtigsten Sachen, müssen Sie niemals eigentlich vom Steuerstand weggehen, um das Schiff zu nutzen. Die Sitzgruppe ist ausreichend für bis zu 6 Personen. Ein großer Tisch hier in der Mitte, den man auch herablassen kann. Es gibt ein Einlegepolster, um hier zu schlafen. Oder was auch sehr schön möglich ist, wir haben hier vorne einen TV, der sich elektrisch herausfahren lässt. Brauchen jetzt nicht, denke ich, nicht ganz hinausfahren. Man kann sich vorstellen, wenn man dann hier ein Polster reinlegt, kann man sich hier abends gemütlich zu zweit hinsetzen, hat das Polster hier, legt die Füße hoch. In diesem wunderschönen hellen Salon hat man nicht das Gefühl, dass man, selbst bei einem Regentag, kann man sich hier richtig gemütlich machen auf dem Schiff, verbunden mit der Dieselheizung, überhaupt kein Problem. Jetzt kommen wir zu einer der ältesten Sachen einer Nimbus Coupé, aber immer noch einer der meist bewundertsten. Das ist
der Beifahrersitz, der 365 in dem Fall hier für zwei Personen ideal. Sie können wie auch der Fahrer auf gleicher Höhe sitzen in Fahrtrichtung. Ich fahre den Fernseher gerade nochmal rein, um zu zeigen, wie man hier sitzt. Das heißt, der Beifahrer oder die Beifahrer, mehrere Personen, können wie der Fahrer in Fahrtrichtung sitzen, haben dieselbe optische Möglichkeit, also sehen dasselbe. Das heißt, es ist ein Miteinanderfahren und nicht eine einseitige Sache des Fahrers, der dann irgendwo sagt, Schatz, guck mal, sondern es ist ja, ein gemeinsames Erleben. Und auch nochmal gerade zu zeigen, wie schnell das wieder zurückgeht. Das ist auch kein Problem. Jetzt haben wir wieder die Sitzgruppe, wie wir sie vorher hatten. Hier haben wir noch den Mülleimer. Ich denke, das war's im Wesentlichen im Innenraum. Im Cockpit haben wir eine Sitzbank auf der Backbordseite, die gleichzeitig eine Backskiste ist. Dort ist auch, wenn man Gas hat, die Gasflasche verstaut. Natürlich, wenn in Deutschland ausgeliefert, mit deutscher Gasabnahme, um auch in keinster Weise dort ein Risiko einzugehen. Dann haben wir hier ganz schön, in dem Sinne, jetzt haben wir das Cockpit ganz leer. Wenn wir hier eine Sitzgruppe aufbauen, kann man hier ganz simpel eine Bank ausklappen. Mit dem Tisch, der hier dann positioniert ist, hat man hier eine wunderschöne Sitzgruppe. Neben der Seitentür hat die 365 noch was ganz Besonderes, was ich persönlich von keinem anderen Bootshersteller kenne. Wichtig, es bezieht sich hier, wie in dem Fall, nur um das Schiff mit einer Maschine, wo das möglich ist. Sie werden sich jetzt fragen, wo ist denn die Maschine? Die Maschine ist genau hier in dieser Kiste. Was bewirkt diese Kiste? Diese Kiste ist zu vergleichen mit einer Kiste, wo ein Generator eingebaut ist. Das heißt, sie bricht den Schall. Und diese Kiste verursacht, verbunden mit dem sehr laufruhigen D6, 370 PS in dem Fall hier, Volvo Penta, ein Geräuschniveau, was ich, also für meiner Seite, einzigartig auf dem Motorbootmarkt in der Klasse ist. Also ich bin noch bis dato kein leiseres Schiff gefahren. Dort hinten rein, meine technische Sache, dort ist der Muffler, also der Abgassammler. Sehr schön sieht man auch wieder die Innenschale des Schiffes. Und hier am Luke wieder ein im Vakuum gefertigtes Luke im Sandwich-Bauweise. Man sieht, wie im Detail, wie perfekt das gebaut ist. Sowas geht nur im Vakuumverfahren. Übrigens ist auch der gesamte Rumpf der 365 im Sandwich gebaut und im Vakuumverfahren gezogen. Das heißt, Osmose als auch Schwitzwasserbildung und so weiter gehört alles der Vergangenheit an. Natürlich können wir dasselbe auf der Seite nochmal öffnen, dann kommen wir auf der anderen Seite von der Maschine an. Hier haben wir noch einen Stauraum, sehr schön zugänglich für Stühle. Unter anderem ist dort jetzt der Tisch untergebracht und der Tischfuß, den wir jetzt nicht aufgebaut haben. Das ganze Schiff hat als Option Teak Deck, was natürlich dem Schiff einen wunderschönen Charakter gibt. Die Badeplattform ist sehr, sehr geräumig. Wir haben zwei große Schaps zum Unterbringen von Leinen oder einer Pützwaschzeug. Eine Badeleiter, die auch sehr gut gehbar ist. Das heißt, man kommt auch gut aus dem Wasser raus, weil man wie bei einer Schwimmbadleiter oben sich festhalten kann. Und sie geht ausreichend tief ins Wasser runter. Bei dem Schiff hier haben wir noch eine Ankerwinde am Heck. Das ist typisch skandinavisch, ist eigentlich in Deutschland etwas weniger gefragt, aber trotzdem eine sehr schöne Detaillösung. Hier haben wir den Fenderkorb, auch noch mit Leinenhalter am Heck hinten. Die Fender sind natürlich jetzt gerade in der Nutzung. Das Camperverdeck gibt es auch, je nach Innenausstattung, nach Wunsch in verschiedenen Farben, beige, grau, dunkelblau. In dem Fall lässt man eigentlich das obere Teil sehr oft stehen als Sonnenschutz. Die Seitenteile lagen eben in der Gästekabine. Ja, das war der Rundgang auf der 365. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie noch an der Probefahrt mit teilnehmen. Vielen Dank.
die Probefahrt. Kommen Sie bitte an Bord. Wir machen eine kleine Tour durch die Schärenlandschaft von Göteborg. Sehr schön hier zu sehen gerade, wie sicher ich alleine das Boot handeln kann. Ich gehe sicher hier an der Seite vorbei. Hier stehen ohne Probleme, sicher mit Bug und Heckschraube ablegen. Jetzt gehen gleich die Schrauben fast auf der Stelle drehen. Ich mache alles immer noch von der Seite hier. Mir möglich, ohne Probleme auf die Fender alleine reinzunehmen. Ich lege es in dem Fall jetzt mal kurz hoch. Mal eine kurze Tour. Ich kann wieder korrigieren, da wir ein bisschen aus dem Kurs laufen. Wunderschöner Hafen. Wir laufen jetzt mit etwa 5 Knoten. Mit etwa 5 Knoten aus dem Hafen raus, vielleicht ein bisschen schnell, ein bisschen langsamer machen. Ich setze mich mal jetzt hier rein, dass Sie auch ein bisschen besseren Blick haben. Interessant ist, dass wir jetzt bei dieser Geschwindigkeit von 4,5 Knoten und 800 Umdrehungen 2 Liter pro Stunde verbrauchen. Sie werden sich wahrscheinlich jetzt sagen, dass so ein Instrument sowieso lügt. Ich kann Ihnen garantieren, das stimmt 100%. Wir brauchen nicht mehr. Das heißt, damit ist auch jeder Kunde, der ein Stahlboot besitzt, bei der Geschwindigkeit auf keinen Fall sparsamer. Ja, wir variieren hier zwischen 1,9 und 2 Liter pro Stunde bei 4,5 Knoten. Wenn wir das Ganze gleich etwas erhöhen auf den Bereich von der Rumpfgeschwindigkeit, in dem Fall dann die Maximalgeschwindigkeit eines Stahlverdrängers, dann bewegen wir uns in dem Bereich von ungefähr 6 Litern, 7 Liter. Das heißt, wir kommen also auf keinen Fall über 1 Liter pro Seemeile im Verdrängerbereich. Die Bugschraube und Heckschraube schalten wir sicherheitshalber einfach mal aus, weil sie natürlich hier sehr zentral sitzen. Oh, da kommt ein Segler noch rein. Die Maximalgeschwindigkeit der 365 mit einer Maschine, so wie wir sie hier haben, ist 25 Knoten, Cruising Speed 19 bis 23. Wenn Sie das Schiff, kann man auch wahlweise mit zwei Maschinen haben, mit entweder 2x225, 2x260 oder 2x300. Bei der Maximalmotorisierung mit 2x300 ist sie bis zu 32 Knoten schnell.
hat aber wie auch mit einer Maschine durch die eine Welle, durch den kleinen Kiel, ein enorm sicheres Fahrverhalten, stabil, wenig Kränkung. Es ist kein Sportboot, es ist eine Yacht, die Sie bei jedem Wetter sicher in den Hafen zurückbringt oder auch bei Kanalfahrt Ihnen perfekten Geradeauslauf garantiert und geringes Geräuschniveau, niedrigen Verbrauch. Alles, was man braucht, für lange Touren zu machen und sich am Boot wohlzufühlen.